Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir Part 2. Ja, wir sind da letztens auf der Route 102 stecken geblieben, haben viele Kämpfe bestritten, haben gegen einen scheiß Loturzel gekämpft, welches uns immer verwirrt hat. Ach komm, wir laufen durch. Ja, da kommt ein Pokémon. Uns fehlt hier in diesem Gebiet immer noch eines. Ja, das Wampel haben wir bereits. Also das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Soviel ich weiß, kommt jetzt dann gleich die nächste Stadt links. Ja, hallo Maike. Hey! Wie läuft's, Rom? Schreibst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig dein Pokédex-Navi? Denn Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Oh hey, schau mal da rum. Wo? Aha, Papinellas. Sweet. Ist es 3D? Nope. Wie heißt denn diese Pokémon noch gleich? Papinella, oder? Am besten schaue ich nachher mal in mein Pokédex-Navi, nur um sicher zu gehen. Da ist auch schon das Ende der Route 102. Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit eben wie im Flug. Da, sieh nur, bis nach Blütenburg City ist es nur noch ein Mauzi-Sprung. Chrome, dein Vater, Norman, ist doch dort der Arena-Leiter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Chrome. Bis bald. Ah, Moment. Irgendwo hier hat es ein Pokémon. Ein Papinella. Hä? Name Papinella, such Level 1. Oh. Ich hab was gehört. Oh, ein Trasler oder Tralser. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Komm. So, ich denke, das ist das letzte Pokémon hier in diesem Gebiet. Also ist es Trasler? Ah ja, Trasler. Ich habe früher immer Tralsa gesagt. Gefällt mir irgendwie besser, aber von mir aus auch Trasler. Oder? Auf jeden Fall will ich den fangen. Ich hoffe, der wird sterben, wenn ich einen Tick einsetze. Ja, bei Lehmschelle nicht. Ja, sehr schön. So, komm. Und jetzt einen Pokéball werfen. Lass mir. Und schon einmal, zweimal. Und noch einmal kommen? Ja! Wir haben noch kein einziges Mal gefällt, den Pokémon zu fangen. Das gefällt mir doch schon sehr gut. Sehr schön. Ein weiteres Pokémon. Hallo. Psycho-Fee, ne? Ne, du bekommst keinen Spitzname. So. Ja, das, Bronze? Ist es nicht Gold? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier alle Pokémon gefangen und das ist gut so. So, dann gehen wir jetzt erstmal heilen. Dann reden wir mal hier mit allen. Vielleicht bekomme ich ja etwas. Ah, zuerst mache ich noch meine Pokémon auf den PC. Dankeschön. Mal bewegen. Nee, nicht du. 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 So. Es ist auf der Spielnavi. Es ist auf der Spielnavi im Pokémon. Ne? Okay, whatever. Weiß nichts. Ah, Alter, wieso sitzt du ab, Mann? Ja, man... Ah, scheiße.
Das sind alles Basics, das weiß ich doch alles. So, komm. Heiko, euer Heiko. Das ist der Typ mit den grünen Haaren, so wie er weiß. Aha, wir kommen also auch aus Johto? Okay, das wusste ich gar nicht. Wir kommen aus Johto. Okay, cool. Ja, Reisen ist wirklich toll. Das muss gesagt sein. Nicht schlecht, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mir jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Aber jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein, bis zu unserem nächsten Kampf. Arena-Leiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Na, wenn das mal nicht Chrome ist. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir hier eigentlich draußen rum? Lass uns in die Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Chrome. Ja. Wir kommen. Sag mal, hast du es etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Da bin ich ja schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gern ein Pokémon. Hm? Wer? Ach, du bist es, Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe aber heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und hätte gern ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Aha, verstehe. Hast du das gehört, Krumm? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko, ich leihe dir eins von meinen Pokémon. Heiko hat ein Zickzacks erhalten. Und diese Pokébälle bekommst du gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Wahnsinn, dankeschön! Du heißt Chrome, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinen ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich gehe schon mal voraus. Ja, ich denke, wir müssen dem jetzt helfen. Oder? Ja, toll. Chrome, Pokémon verstecken sich in hohem Gras, wie dieses hier, stimmt's? Bleib bitte kurz hier und sag mir, ob ich beim Fangen auch alles richtig mache. Wow! Ja, wow! Jetzt kommt ein Trasler! Ja, was habe ich gesagt? Also ich kann auf jeden Fall nichts machen. Warten wir doch einfach mal ab, wie der sein erstes Pokémon fängt. Das machst du gut. Das machst du wirklich gut. Jetzt würde ein Pokéball reichen. Also wirf den Pokéball. Los! Aha. Du hast ein Buch gelesen über wie man Pokébälle, ja doch, Pokébälle wirft, okay. Klasse, Trasler wurde gefangen. Ich hab's geschafft, es gehört mir, mein eigenes Pokémon. Dankeschön, Chrome. Lass uns zurück zur Arena gehen. Ach ja. Ein junger Spund bist du mir. Und, hat alles geklappt? Ja, wunderbar. Ich gebe Ihnen Ihre Pokémon zurück. Chrome, vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich dieses Trasler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern. Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mir doch irgendwie erkenntlich zeigen. Chrome, darf ich mal kurz dein Poké-Multi-Navi haben? Und fertig. Die Funktion Spielnavi wurde eingefügt. Mit
dem Spielnavi kannst du deine Pokémon kraulen und besonderen Trainingslektionen unterziehen. Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. So stand das zumindest in meinem Buch. Ich habe mir schon so darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon zu verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémon-Multidavis schlau gemacht habe. Traslo und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Chrome. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arena-Leiter Norman und Chrome. Ciao. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Aber jetzt zu uns, Sohnemann. Chrome, wenn du ein guter Trainer werden willst, höre auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaros City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst, die jeweiligen Arena-Leiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arena-Leiter erhältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Aber vorher musst du noch um einige stärker werden, Chrome. Ja, das werden wir natürlich. Natürlich. Jetzt mal sehen. Spielen wir Link. Ich gehe doch da gleich einfach mal online. Jawohl. 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 Okay. Also ich denke nicht, dass jetzt bereits irgendjemand dieses Spiel spielt von meiner Freundesliste, aber Internet verbinden. Zack. Ja. Aha, okay. Gut zu wissen. Also, dann müssen wir also zuerst noch die aktuellste Version herunterladen. Ja, werden wir irgendwann mal machen. Wie kann ich jetzt wieder zurück? Hier ist Pokémon Ami. Ja, das muss ich nicht wissen. Lopi spielen. Einfach mal sehen, ob sich da irgendetwas getan hat. Komm. Hey. Das hast du gern. Und hier oben? Nee, das überhaupt nicht. Das hast du sehr gerne. Ja. Haben wir etwas zu futtern? Ja. Hier. Nochmal was? Hier, schau mal. Ist immer noch Hunger? Komm. Also wir werden das ganz bestimmt nicht mit jedem Pokémon machen, aber jetzt halt schon. Weil es eben einfach mein Hydropie ist. Du bist allerdings drei vierte Pokémon. Nee. Dankeschön, aber nein. Dankeschön. Jetzt könnten wir eigentlich schnell in den... Ah, eben, wie komme ich da wieder zurück? Supertraining, PSS. In dem. Ja. Gut, dann gehen wir da wieder rüber. Die Karte. Nee, Karte, Mann. Die Karte wieder. Ja, genau. Was wollte ich? Den Supermarkt wollte ich. Wo ist der? Supermarkt. Nope. Das ist das Pokémon Center. Nope, hier oben. Geht doch. Kaufen. Pokéball. Sechs Stück, ne? Da haben wir wieder 10. Nope. So, dann können wir doch jetzt weiter. Was ist hier oben? Heikos Haus. Ja, gehen wir doch einfach mal rein. Hallo. Ja gut, als mit der Mutter muss ich jetzt auf jeden Fall mal nicht reden. Wir gehen jetzt hier einfach auch weiter. Hallo? Oh, was war das? Ah. Ein Schwalbini. Komm. Komm. Hallo.
Sehr schön. Vielleicht nehmen wir das Schwalbini ins Team, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir dann alles noch sehen. Aber ich fange es auf jeden Fall mal. Das ist klar. Ich hoffe, er überlebt es. Ach. Scheiße. Naja, egal. Wir finden bestimmt noch einmal eines. Können wir das fangen? Nö, schade. Ein Schwalbini. Ach so, ja, gut. Also, ja. Der Pecco. Mr. Brock. Ja, auf den Meeresgrund werden wir auch noch gehen irgendwann mal. So. Ein Trainerkampf. Gegen Teenager Fridolin. Ein Samurzu, das ist auch ein cooles Pokémon. Das habe ich auch schon gedacht. Vielleicht sollte ich ja ein Tengulis ins Team nehmen, aber das ist alles noch offen. Aber das hat auf jeden Fall großes Potenzial, dass er einmal zu meinen Teammitgliedern gehören wird. Weil ich brauche so oder so ein Pflanzen-Pokémon. Hier, nimm das. So. Ich glaube, das war sein letztes, sein erstes und sein letztes Pokémon. Glaube ich. Also die Hintergründe gefallen mir wirklich sehr gut. Oh nein, er hat sogar noch ein Pokémon. Ja, da, stirb. Nimm das. So, der Fridolin haben wir besiegt. Ich frage mich, ob man die fangen könnte. Oh nein, ich bin kein Trainer. Ah, nein, nein. Ich kämpfe immer, wenn ich Bockenlust habe. Ist das ein Schwalbini? Ich glaube schon. Komm, ja. Fähigkeit Adrenalin, Attacken, Schnabel. Adrenalin hört sich eigentlich auch ganz gut an. Keine Ahnung, was es macht, aber es hört sich positiv an. So, der andere war Level 3 und der ist Level 5. Ja, der überlebt das schon. Ich glaube an ihn. Ja, eben, der setzt sogar noch Heule rein, also. Jetzt muss es einfach passen. Ja, sehr schön. Jetzt noch einmal Lehmschelle. Im Moment ist gar keine Wirkung. Ah, verdammt. Ja gut, dann müssen wir jetzt einfach hoffen, dass der Pokéball reichen wird. Wir können ihn leider nicht mehr schwächen. Einmal, zweimal, dreimal und. Jawohl! Sehr schön. Yippie! Sehr schön. Wir haben schon 4 Schwalbinis gesehen. Okay. Hallo. Nope, der bekommt kein neuer Name. Wir haben aber noch nicht alle Pokémon hier. Eines fehlt mir noch. Ja, komm, hier, nimm. Ah, ich muss da kurz. So. Der Akku ist bald leer von meinem 3DS. Das heißt, wir müssen ihn... Zack! Anschließen. So, also dem haben wir jetzt einen Trank gegeben. Das ist für ein Pokémon. Also es ist wieder ein Schwalbini, aber
Attacke und Überschall kommen. Ah, verflucht, ich Vollidiot. Naja. Gut. Wir müssen lernen, besser zu schleichen, aber... Ja, wie dem auch sei. Oh, was ist das? Das ist ein Wampel. Wampel. Ja, auf jeden Fall, das ist eins. Das brauche ich aber nicht. Ah ja, das ist mir egal, Mann. Ah, komm, wir kämpfen. Mindestens ein Pokémon fehlt mir noch hier in diesem Gebiet. Und das will ich eigentlich haben. Der ist auf jeden Fall schon mal stärker. Level 8, Zickzacks. Weißt du, was nutzt dir das, wenn du mich eh nicht angreifen kannst? Was zum Teufel, wieso hat er einen Top genießen? Was ist das, dein Ernst? Alter. Schon wieder heute. Oh Mann. Du musst echt lernen, wie man seine Pokémon richtig einsetzt. Also du kannst ja echt überhaupt gar nichts. Fast ein Level Up. Fast. Aber wie gesagt, es fehlt mir immer noch ein Pokémon. Das würde ich eigentlich schon gerne haben. Ja. Das könnte es sein. Komm. Das hat lange Ohren. Es könnte ein Schlapp... Nee, ich habe Dingol. Also komm. Langsam. Sehr schön. Gut, dann ist das Wingull, also, oder Wingull, Wingull. Im Anime sagen sie ja Wingull, so viel ich weiß. Oder? Doch. Ich dachte zumindest. Naja. Ah, verdammt, das hat ja auch keine... Aber wenn ich... Ah, Aquaknarre kann ich noch funktionieren. Naja, ich hoffe, er stirbt nicht. Ich muss es überleben. Sehr schön, wir können sogar noch einmal einsetzen. So, dann können wir auch das Wingull fangen. Heute Pokéball einsetzen. Was? Alter, was geht denn mit dir ab? Wieso hat er sich gleich beim allerersten Mal befreit? Hier, komm. Komm schon. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, geht doch. Alter. Wieso zum Teufel kam der einfach so raus? Boah. Naja. Hydro erreicht Level 12. Was? Gesichter? Nee, doch, Gesichter. Was macht das? Erlaubt es Geist-Pokémon im normalen Fall. Was hat mir für die Gehör? Was ist denn das, oder? Hä? Ach so, das ist, wenn man in die... zu dem Pokémon-Wettbewerb geht. So, gut. Haben jetzt alle Pokémon hier? Ja, whatever. Nein, kein Spitzname. Gut, dann hätten wir auch hier alle Pokémon. Das ist schön. Aber jetzt muss ich leider sagen, dass wir den Part nun beenden werden. Und im nächsten Part werden wir dann hier in dem Blütenburgwald weitermachen. Also Leute, falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann!